Hier unten in dem Bereich kann ich jetzt zwischen den Folien hin und her springen, ähnlich wie man es von Präsentationssoftware kennt. Ich kann hier rein und raus zoomen. Auch das kann ja mal hilfreich sein, wenn man ein bisschen mehr in Details bei bestimmten Dingen reingehen will. Hier kann ich die ganze Präsentation auch noch komplett den Bildschirm füllen lassen, wenn man mehr Platz braucht. Dann haben wir hier unten noch verschiedene Möglichkeiten, das will ich auch kurz vorstellen. Einmal kann ich hier mein Mikrofon stumm schalten. Das kann mal sinnvoll sein, wenn jetzt einer von den Teilnehmern etwas sagen möchte oder präsentieren möchte. Hier kann man das komplette Audio beenden. Dann hat man hier noch die Möglichkeit, ich mache es mal gerade, die eigene Webcam freizugeben. Dann sehen die Teilnehmer auch noch den Moderator. Das Gleiche geht auch für die Teilnehmer. Die können auch ihre Webcam mit aktivieren. Ob und inwieweit das jetzt jeweils sinnvoll ist, mag ich jetzt so nicht beurteilen, ob man das wirklich so oft braucht, aber ist zumindest auch ein interessantes Tool. Ne, da ist auch hier der Name dann mit drin und die Kamera dann auch noch verschieben, kann man unten dran stellen, man kann sie auch in das Whiteboard mit reinmachen, wenn man beispielsweise den Bildschirm ganz groß machen will und trotzdem noch die Kamera sehen möchte, kann man das tun. Hier unten kann ich das auch wieder ausschalten. Und eine weitere sehr interessante Alternative ist, dass man den eigenen Bildschirm teilen kann. Und da gibt es auch wieder verschiedene Optionen. Entweder den gesamten Bildschirm, den man jetzt hier bei mir sieht, oder, aber was interessanter ist, bestimmte Anwendungsfenster. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine andere Software, irgendeine andere Anwendung laufen habe, kann ich nur diese übertragen. Oder aber, wenn ich parallel dazu in meinem Browser einen anderen Tab offen habe, kann ich auch diesen nur übertragen. Also beispielsweise ein gemeinsames Video anschauen. Dann versuche ich das gerade mal hier. Das heißt, der holt mir jetzt das Video hier rein. Nehmen wir mal gerade dieses. Tutorial schon gelernt haben, wie wir uns erstmalig registrieren und wie wir uns in einen Schutz. Ja, und da sieht man jetzt, dass man gemeinsam ein Video anschauen kann und auch das könnte man ja dann wieder als Gegenstand von einer bestimmten Aufgabe heranziehen. So, was haben wir noch? Ich gehe mal wieder hier da raus und mache wieder das Whiteboard. Was man noch machen kann hier unten, das sehen Sie hier auf dem Plus-Button, da kann ich entweder, ja, das ist jetzt praktisch die zweite Möglichkeit, hier kann ich auch direkt eine URL von einem Video hineinkopieren und das dann teilen. Machen wir jetzt mal nicht. Dann kann ich beispielsweise auch eine Umfrage starten. Dann kann ich beispielsweise eine Präsentation hochladen. Das ist auch sehr komfortabel, sehr praktisch. Das funktioniert am besten. Also wenn Sie eine PowerPoint haben, können Sie im PDF-Format speichern und dann hier hochladen. Und dann kann man das kombinieren mit der weiteren, ich deute es jetzt nur mal an, mit der weiteren Möglichkeit, Umfragen zu starten. Das heißt, wenn ich in meiner PowerPoint bestimmte Quizfragen oder Umfragen, Rückfragen eingebaut habe, dann kann ich die Befragung direkt hier mit verschiedenen Tools durchführen. Also ich kann dann hier richtig oder falsch beispielsweise auswählen. Die Fragen würden dann hier schon auf der Folie stehen und die Schüler können dann direkt online abstimmen und ich bekomme die Ergebnisse hier rein und bekomme auch von wem welche Antwort eingegangen ist rein. Also ist auch ein sehr interessantes Tool für Feedback. Ja, das waren die Möglichkeiten, die man hier bei den Aktionen noch hat. Dann generell für die Videokonferenz hat man noch die Möglichkeit, hier oben das Ganze komplett aufzuzeichnen, um das beispielsweise Schülern, die nicht teilnehmen konnten, krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen, das dann nachträglich zur Verfügung zu stellen. Kann man auch zwischendurch unterbrechen, wenn mal irgendwie eine Phase ist, die jetzt nicht so wertvoll oder wichtig ist und kann es dann wieder starten. Und das finde ich ist auch ein sehr schönes Feature. Dann hier, was die drei Punkte bedeuten, da bekommt man dann noch verschiedene Optionen, die teilweise auch schon woanders ausgelöst werden können und unter anderem halt eben auch, dass man entweder aussteigen kann, wenn man irgendwie nicht mehr weiter an der Konferenz teilnehmen möchte oder aber der moderiert, kann die Konferenz auch hier beenden. Das ganze Tool ist noch um einiges mächtiger. Man kann also auch hier den Teilnehmern noch Rechte zuweisen, beispielsweise, dass die dann Moderator sind von einer Präsentation. Wenn das ein Schülerreferat ist beispielsweise, dann können die Schüler oder derjenige, der präsentiert, selbstständig die Präsentation weiter klicken und vorführen. Das alles kann man machen. Das funktioniert hier beispielsweise, wenn man auf das Rädchen geht bei den Teilnehmern, kann man verschiedene Rechte den Schülern geben.
Und was auch noch geht, man kann bestimmte, das nennt sich Breakout-Räume, erstellen. Dies ist ein Feature, was man sehr gut bei Gruppenarbeiten einsetzen kann. Das heißt, ich errichte für jede Gruppe einen eigenen Raum und da gehen dann auch nur die Teilnehmer rein, die in dieser Gruppe sind und die können dann untereinander diese Videokonferenz sozusagen in einem separaten geschützten Raum fortsetzen und dann kann man das Ganze wieder in dem Hauptraum zusammenführen. Ist also auch ein sehr schönes Feature, will ich jetzt mal an der Stelle noch nicht gleich zeigen. Es sollte ja erstmal ein Gesamtüberblick sein. Okay, dann würde ich sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Ja, dann wünsche ich weiterhin viel Spaß beim selber Ausprobieren.